Mit dem WebIOS Digital 230 Volt von Wiesemann und Theiss schalten und überwachen Sie 230 Volt Stromkreise, wie sie zum Beispiel in der Gebäudetechnik gängig sind, über das Netzwerk. Die drei Modelle unterscheiden sich in Art und Anzahl der Ein- und Ausgänge sowie bei den zulässigen Lastströmen. Es gibt ein WebIO mit einem 230 Volt Eingang und einem Relais-Ausgang für Lasten bis 16 Ampere. Dieses WebIO verfügt über zwei Relais-Ausgänge, wovon einer als Schließer und einer als Wechsler ausgeführt ist. Auch hiermit schalten Sie Lasten bis 16 Ampere. Dieses WebIO hat 4 Schließer und 4 Wechsler. Jedes dieser Relais kann Lasten bis 6 Ampere schalten. Die WebIOs bieten die Möglichkeit, 230 Volt Stromkreise zu überwachen. Eine Zustandsänderung an einem Eingang kann verschiedene Aktionen auslösen. Sie können sich zum Beispiel per E-Mail informieren lassen, wenn die Spannungsversorgung einer Heizungspumpe ausfällt, noch bevor sich der Ausfall auf die Temperatur im Gebäude auswirkt. Gleiches gilt für Schaltzustände in Torsteuerung, Belüftungsanlagen oder anderen Gebäudeinstallationen. Über die Relaisausgänge der Geräte können Sie 230 Volt Lasten schalten. Mithilfe der Schließer schalten Sie Stromkreise ein und aus, wie es beispielsweise für Beleuchtungsanlagen nötig ist. Mit den Wechslern können Sie zwischen zwei Stromkreisen umschalten, zum Beispiel um die Laufrichtung eines Motors zu bestimmen. Auch das Tunneln von Signalen ist möglich. Um die Entfernung zwischen zwei Standorten oder auch nur innerhalb eines Gebäudes sicher zu überbrücken, können Sie digitale Signale über das Netzwerk tunneln. Zwei 230 Volt WebIOs werden dazu in den Box-to-Box-Modus konfiguriert und übertragen dann eigenständig ihr Eingangssignal an das konfigurierte Partner-WebIO. Ja, mehr Outtake als Intake, ne? Wie alle W&T-WebIOs sind die WebIOs Digital 230 Volt über die integrierte Web-Oberfläche konfigurierbar. Für die Integration in Ihre Anwendung stehen Standardprotokolle wie TCP, UDP und HTTP zur Verfügung. Für industrielle Anwendungen eignet sich MQTT, Modbus TCP und die REST-Schnittstelle. SNMP sorgt für die sichere Integration in den Netzwerkmanagementsystemen. Dank des Tools Utility erfolgt die Inbetriebnahme von W&T-Komponenten innerhalb weniger Minuten. Sie weisen den Geräten einfach eine IP-Konfiguration zu und nehmen alle weiteren Einstellungen über die Web-Oberfläche vor. Weitere Informationen zu dem WebIO 230 Volt finden Sie unter wut.de/230 Volt.